Ja, guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem siebten Webinar in der Reihe Russlandgeschäft heute. Unser Thema heute lautet Automatisierung von Produktionsprozessen Industrie 4.0 in Russland. Ein sehr wichtiges Thema, die Digitalisierung für Deutschland, aber auch für Russland und gerade während dieser schwierigen wirtschaftlichen Zeiten oder während dieser Umstände jetzt im Moment auch vorangetrieben, um die russische Industrie wettbewerbsfähiger zu machen und auch langfristig eine höhere Effektivität in der Produktion zu erreichen. In diesem Sinne direkt eine Ankündigung in eigener Sache. Wir führen als AHK Russland vom 14.09. bis 16.09. auch eine digitale Geschäftsanbahnungsreise im Rahmen des Markterschließungsprogrammes des Bundeswirtschaftsministeriums zur Industrie 4.0 durch. Das Ganze nennt sich Industrie 4.0 für Kfz und Maschinenbau oder für die Kfz- und Maschinenbauindustrie. Aufgerufen zur Teilnahme sind vorrangig klein- und mittelständische Unternehmen, und Ziel ist es, die Geschäftstätigkeit dieser KMUs in den Zielregionen auszubauen. Also Zielregionen sind Moskauer Gebiet und die Republik Tatarstan. Programmschwerpunkte in diesem Zusammenhang sind die Produktpräsentation der einzelnen Unternehmen vor regionalem Fachpublikum, dann die Organisation von B2B-Gesprächen mit vorab identifizierten Geschäftspartnern, sodass sie wirklich in Kontakt kommen mit potenziellen Vertriebspartnern, mit potenziellen Kunden. Dann weiterhin digitale Objektbesichtigungen, in diesem Jahr digital alles, wahrscheinlich über VR-Brillen, die dann unsere Mitarbeiter in den oder die Leute vor Ort dann in den Produktionsstätten tragen, plus Live-Chats mit potenziellen Partnern und Termine mit den regionalen Administratoren oder mit der regionalen Administration und Entscheidungsträgern vor Ort. Wir laden Sie herzlich dazu ein, teilzunehmen, da mitzumachen, wenden Sie sich gerne an mich, und Sie müssten in Kürze auch mehr Infos zu der Reise auf unserer Homepage finden. So, bevor wir jetzt in die Inhalte des heutigen Webinars gehen, noch einige kurze technische Hinweise. Ich bitte wiederum alle, wie in den letzten Webinaren auch, Ihre Vor- und Zunamen in Ihr Zoom-Profil einzutragen und von Abkürzungen und Nicknames abzusehen, damit wir sehen, mit wem wir arbeiten. Sie können das ganz einfach unter den drei Punkten in Ihrem Profil, dann gibt es einen Unterpunkt Name ändern, und da finden Sie das. Genau, dann gibt es wieder ein Chatfeld. Wenn Sie unten in der Leiste Chat aufrufen, erscheint rechts am Bildschirmrand ein Chatfeld. Und Sie können hier gerne Fragen eingeben, auch während die Referenten sprechen. Stellen Sie gerne Ihre Fragen. Ich sammle dann diese Fragen und werde die Fragen den Referenten dann zu gegebenem Zeitpunkt laut vorlesen. Sie können außerdem im oberen Feld oder am oberen Rand des Chatfeldes gibt es auch ein Handzeichen, welches Sie aufrufen können, wenn Sie Ihre Fragen persönlich stellen wollen und hier gerne in die Diskussion reingehen wollen. Also ich sehe dann auch dieses Handzeichen und würde Sie auch zu gegebener Zeit aufrufen. Und letzter Punkt, die Präsentationen zum Webinar werden natürlich wieder zur Verfügung gestellt. Sie bekommen heute, spätestens morgen, eine E-Mail von uns mit den Links zu den Präsentationen, und das ganze Webinar wird aufgezeichnet und dann auch wieder auf unserer Homepage hochgeladen, sodass Sie sich nachher auch gerne nochmal was anschauen können oder es auch an Kollegen weitergeben können. So, damit begrüße ich die Referenten heute Morgen. Ich bitte einmal alle Referenten, ihre Mikros auszumachen. Please switch off your mics, please, because I hear somebody in the background. Aber ich begrüße alle Referenten heute Morgen in Moskau. Ich habe gehört, es sind 30 Grad heute Morgen in Moskau, also bei sommerlichen Temperaturen. An erster Stelle Herrn Dimitri Malarjov, Head of the Center of Expertise for Discrete Manufacturing bei SAP Labs. Dann Herrn Dr. Marco Brey, Head of Strategy for Russia, Belarus and Central Asia bei Siemens Russia. Und Herrn Alexander Smolenski, Business Development Director bei Cifra LLC. Und meinen verehrten Kollegen Dimitri Kononenko, der Projektleiter Digitalisierung der Wirtschaft bei der AHK Russland. Damit starten wir auch direkt mit dem Vortrag von Herrn Malarjov. Ich switche jetzt direkt ins Englische, weil Herr Malarjov
nicht so gut Deutsch spricht oder wir das auch nicht voraussetzen können, dass natürlich alle Deutsch sprechen. So, welcome Dmitry Malaryov. This morning, you will give us a short overview of the trends and trends in digitalization and about some project SAP is doing in Russia. So I ask you to share your screen, open your presentation, and start with the presentation. Yeah, thank you, Katarina. I wish I could understand what you have been talking about, but unfortunately I don't speak German, so only technical things. my part will be in English, so I'll try to share my screen and please tell me if you can see it. Yes, it's opening now. Okay, it's opening now and I'll go into the full screen mode. Yes, thank you. Okay, it should be full screen. So, what we are going to talk about is digital transformation in Russia, the major, what is going on and what to expect next. So, we don't have much time, so in 15 minutes we need to talk about major things. So, I will be brief and if you have any questions, please put them into the comments, in the chat, and I'll try to answer them if we have some time. So, digital transformation in Russia, what is it all about? But if, for example, 5 years ago, no digital topics were on the agenda of any officials or any companies, now it's a hot topic. You know that in 2017, there was the digital economy, and it's now a national project. That at that moment of time, it was like a program of digital economy, and since then it has been growing, and it's still very high on the political agenda. Everybody is talking about that. That's why it's going on. There are questions whether it's successful or not, and what are the results of that, but still it's still a hot topic, and it's still very popular. That's why companies and government officials are trying to react to this project, there are different types of reaction. First of all, the introduction of the CDO role. What is a CDO? There are several definitions of that. For some companies it's a chief digital officer, for some companies a chief data officer, but still it's a person who is responsible for driving digital agenda of the company. And even now all the ministries have also the CDO, chief digital officer, who is responsible for introduction of digital agenda of the ministry or this government body. In companies, these people have very different roles. In some companies, they are, let's say, really powerful and they are doing some really cool stuff. In some companies, these are just, let's say, the fashion, it's fashionable to have one, and they are not doing a lot. And besides, there is no clear definition between CIO, so Chief Innovation Information Officer, and CDO roles, but in but still, that's according to the statistics, most of the companies see the necessity of such roles and try to introduce them. Then, what we've seen recently in the last 2-3 years. There are a number of spin-offs, separate companies that big industry players are organizing. And these spin-offs play the role of an innovation vehicle near the company. So they are trying to accumulate all the digital projects in the company, and at the same time try to work on the external market, meaning that they try to introduce some projects and some products to the market. I can't say that we've seen a lot of successful stories in this case, but still, most of the cases are inside the companies, but still
these companies are trying to work on their with their market. Plus, there is a combination of digital labs or in-house development, and all companies or major companies try to have at least digital divisions that are trying to introduce digital topics. And of course, digital strategy, that was maybe last year, there was a hype of digital strategy strategies, and most players try to introduce their digital agenda in their strategic parts. So what are the trends that are driving this? Why companies are trying to change, and what are the major levers that make this change happen? So actually, these trends are the same as everywhere in the world, and we do not, we cannot see much difference from other countries. But maybe the degree and, are different, and the accents are different. But the first one is customer-driven change, meaning that the customer is changing, and the customer wants different things, and they want more. Russian companies now compete in the global market, and global players are entering Russia. That's why they need to react to these changes. If the quality of service or quality of products of the new entrants are greater than the local players need to actually react to that. So customer is in the center of today's agenda, and digital topics are very, very much trying to cope with this change. So this customer centricity is in fact a digital topic. Next one is digital is the new normal. So the new normal, okay, digital is everywhere, and we cannot neglect it. Even companies that try to neglect them, maybe tried to neglect it a couple of years ago, now come to digital things. So we cannot work without digital. And as digital is the new norm, the playing field is changing. So what it means is that there are new business models, new services, new potential revenue streams, and this again makes companies see that and try to understand what they can do. And the most maybe important one here in Russia is that Russian market is not that big for big players. And that's why if a company wants to be really successful, it needs to go international. And going international means being competitive in the international landscape. That's again the reference to the customer centricity topic. You need to be customer centric. You need to understand how to compete in the new digital space. That's why companies that want to go global, and these are maybe most of the companies that are big enough, and Russian government is trying to make to promote this export thing. So that's why companies need to be digital. So what we see here, so as I said, everybody is going digital, but still what we see, there is a huge discrepancy between companies. There is a huge gap between leaders and let's say old school, because digital leaders, so we I've put them into three buckets. They are not equal distributed because, of course, digital leaders is not a very big category. But if to compare it with major markets, we see a very big difference between digital leaders and old school, for example. So digital leaders are lighthouses of digitalization, and these are very good examples of digital projects, even not only for Russia, but internationally. I will speak about one of such projects later on. But really, some companies in Russia are really, really keen on digital, and their projects are
really very interesting for international markets as well. Then digital followers. So these companies have strong automation and they are ready for digitalization, but they are not going full scale. They are trying some initiatives. They are trying going into some topics, and they have all. For them, digital is just their instrument to make their process more efficient. And there is an old school, let's call it like this, category, which is maybe not that common in European companies that usually have basic automation of major process. But here, old school is the definition is that it's the company where basic IT processes are not that great, let's say like this, but still they're trying to go digital. So there is a very interesting situation that we see is that when a company lack basic, let's say, hygiene, as we call it, automation, but they try to leapfrog into the digital space. So that sometimes is a little bit funny because what we usually recommend them that they need to go into the processes, they need to go with the basic IT hygiene thing, but they try to ignore that and to experiment with digital. Of course, that's not bad that they're experimenting with digital, but still they need to cover this gap into their basic automation. So these three categories, and as I said, the digital leaders are very, they are not many of them, but they're really interesting. The major bucket is digital followers, but there are a lot of companies that are still lacking basic processes, IT processes. And ironically, these are, a lot of them are manufacturing companies. In discrete manufacturing, for example. So that's very ironic. So as I said, here is an example of a very interesting project that is a Cherkizva group, a meat processing plant. It's a new plant, and this project won the International SAP Global Innovation Award for 2019, so it means that it was considered their most innovative case in the world for SAP. So that's a very interesting thing. It's a completely new plant, and it's fully operated by robots. So the humans do not play any part into the major processes. All of their meat processing is done automatically with robots. You can see on the photos the robots that are carrying products from one place to another and that are dealing with products. And that's a unique technology not only in Russia but for Europe. For example, usually for such a plant you need 700 to 800 people working there, and this plant has only 200 employees, and they work mainly in plant maintenance, so the things that are done that cannot be done without human interference and controlling functions. So they are not dealing with the product itself, which is very great because it helps not to interrupt the technology, and there are lower risks of product quality. And this, as I said, this plant is fully automated by several IT players, including SAP, and it's end-to-end process. So that's a very interesting example of automation, of full automation. And this is not a unique example, but still there are not many of them. So as we said, there is a hype of digital transformation, but usually after the hype there is quite period of
maybe disillusion or not disillusion, but being more careful about digital topics. And we see companies are starting being a little bit more cautious with their digital initiatives, with digital inventions, because they are no longer ready to invest just in digital, because for some companies, they just wanted to try digital, whether or not it brings some value, just digital. But now they will be more savvy in, more careful in choosing projects. They will do not digital for the sake of the digital, but they will work on business cases. And that's maybe one of the things I want to point out, that digital without close link to business process is not good, meaning that it's kind of useless to have a digital project which is not integrating the business process. And that's the problem we see with many initiatives that were firstly developed in in-house digital labs, for example, and so on, but they had troubles to be introduced in the business, because business people do not see this link to why they need to use digital. So what we think will happen next is, first of all, companies will be less keen on experimenting, but more oriented on quick wins. So they want to have quick wins, they want to integrate it into their business. The second one is that they will pay more attention on the business value, and companies that want to go digital or to introduce digital project will have to work on proving business value. And no project will be implemented without its introduction to the business process. So these are the key things that will be needed for the successful implementation of digital projects and with the successful digitalization of companies. And just as the last thing, I would like to say a couple of words of SAP. And so SAP is in Russia for almost 30 years. So that's, and we've seen a lot of changes in the market, crises, and so on. But what we see, how we and SAP was adapting digital strategy as well, and its global strategy as well. So what we see now, we have this two landscape or two speed IT concept. When we have on the left side, we have all their intelligence suite technologies. So these are the technologies that we give as best practices, as automation of core processes. And on the right side, we have intelligent technology. technologies that could help companies go digital. So we see this combination as the successful factor of linking business processes to technologies, linking business process to new digital projects, and with the help of that, it allows companies to be successful in digital world. I think that's maybe the gist of my story. So if you have any questions, you are free to ask them. Thank you very much, Dmitry, for this overview, for the first aspects. I was asked about food industry here, and if there will be some points about machinery and automotive industry. Yes, there will be. This was just the first point. So thank you, Dmitry. There are no more questions at the moment. I think we will get back to you afterwards if they're showing up questions or questions which will be coming up later. Dann begrüße ich jetzt ganz herzlich Herrn Marco Brey nochmal von Siemens in Russland. Mit Herrn Brey werden wir ein kleines Interview führen. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Wie gesagt, erst nochmal herzlich willkommen, Herr Brey. Siemens ist ja schon in den verschiedensten Industriezweigen zum Thema Digitalisierung und Industrie 4.0, Automatisierung in Russland aktiv und treibt dieses Thema da in verschiedensten Projekten voran.
Aber vielleicht erst eine kurze persönliche Frage. Wie lange sind Sie denn schon in Russland und wie lange beschäftigt sich dieses Thema Digitalisierung und Automatisierung in Russland schon? Ja, vielen Dank, Frau Schöne. Also ich persönlich bin seit mittlerweile 2 Jahren in Russland. Siemens insgesamt schon ein bisschen länger. Siemens ist seit gut 170 Jahren in Russland. Das heißt, wir haben alle Phasen der russischen Industrieentwicklung gemacht. Die Digitalisierung ist natürlich noch nicht ganz so alt. Aber Ihre Verbindung war gerade ziemlich schlecht, aber reden Sie mal weiter. Ich glaube, jetzt wird's. Okay, gut, versuchen wir es nochmal. Also wie gesagt, ich persönlich bin seit 2 Jahren hier in Russland. Das Thema Digitalisierung beschäftigt uns schon länger. Natürlich, insbesondere würde ich jetzt mal sagen, wenn ich erklären müsste, was ist denn die digitale Strategie, die Digitalisierungsstrategie der russischen Industrie und der russischen Regierung, dann würde ich eigentlich im Rahmen unserer eigenen Erfahrungen sogar einen Schritt erstmal zurückgehen und fragen, was ist denn überhaupt die Industriestrategie in Russland? Und daraus dann mal ableiten, was es für die Digitalisierung der Wirtschaft bedeutet. Generell sind wir 2 wichtige Stoßrichtungen. Ich muss nochmal unterbrechen, Herr Breit, die Tonqualität ist immer noch relativ schlecht. Können Sie vielleicht auf eine andere Internetverbindung switchen? Ich glaube, es hat mit der Internetverbindung zu tun. Oder mal versuchen mit Kopfhörern. Wir hören Sie total, also es ist immer wie, als wäre so ein Punktzeichen dazwischen oder so. Also es bricht immer so ab. Alles klar. Ich würde Einfachkeit halber vorschlagen, wir machen das einfach mal ohne Video. Vielleicht geht es dann besser. Ja, jetzt hören wir Sie gut. Super. Genau. Sie haben mich jetzt alle mal ein paar Sekunden gesehen. Ich glaube, das ist einfach. Genau. Okay, genau. Also fahren Sie fort. Also, genau. Also aus unserer Sicht ist die erste wichtige Frage, mal zu verstehen, wohin geht die Reise für die russische Industrie und Wirtschaft insgesamt. Und daraus kann man dann ableiten, in welchen Themen hier, in welchen Feldern Digitalisierung eine Rolle spielt. Insbesondere sehen wir hier 2 Aspekte, die Diskussion seit Monaten oder sogar Jahren dominieren. Das ist einmal die Forderung nach Lokalisierung von Produktion und zum Zweiten die Stärkung des Exports russischer Produkte. Also Lokalisierung ist deshalb ein wichtiger Aspekt, weil sich hier die Definition und auch der Anspruch in den letzten Monaten stark geändert hat. Also wir sprechen hier nicht mehr nur davon, dass wir ein Werk eröffnen irgendwo, sondern es wird eigentlich die komplette Lokalisierung der Wertschöpfungskette angestrebt, vom Produktdesign über Patentgenerierung zu Fertigung bis hin zum sicheren Betrieb, zu Wartungskonzepten und das Ganze inklusive eigentlich Zulieferern und Geschäftspartnern. Das ist natürlich ein hehres Ziel, eine große Herausforderung und dementsprechend ist es eigentlich immer unsere Wahrnehmung, je größer die Herausforderungen sind, desto mehr spielt Digitalisierung in der heutigen Zeit eine Rolle. Ja? Wenn es darum geht, im Prinzip neue Produkte zu designen, internationale Technologien oder Komponenten zu ersetzen, ist das in der heutigen Zeit eigentlich nur noch durch eine komplette digitalisierte Wertschöpfungskette im Sinne eines Digital Twin zu erreichen. Das heißt, ich fange eigentlich in der Forschung schon an, über das Produktdesign komplett digitalisiert, über die Engineering-Prozesse, Fertigungsprozesse bis dann hin zur Zustandsüberwachung im Betrieb. Das ist aus unserer Sicht, zumindest mit unseren Kunden, der größte Treiber eigentlich für Digitalisierung gewesen. Wenn ich jetzt in diese Strategie wieder schaue, zum Thema Export, dann spielt das natürlich eine noch größere Rolle. Weil wenn ich jetzt nicht nur Produkte erzeugen möchte, die für den russischen Markt geeignet sind, sondern die auch noch global wettbewerbsfähig sein sollen, dann sind die Herausforderungen natürlich umso größer. Eins der Beispiele,
an denen wir seit vielen Jahren oder auch Jahrzehnten eigentlich arbeiten, ist zusammen mit unseren Partnern ist die Luftfahrtindustrie in Russland. Das ist ja ein großer Pfeiler der russischen Industriestrategie, hier auf dem Weltmarkt wieder mit russischen Flugzeugen mitzuspielen. Und hier haben wir eben durch Digitalisierung unter anderem der Produktionsprozesse und durch der Wartungsprozesse zusammen mit unseren Partnern, beispielsweise bei Sukhoi, große Zeitersparnis und Optimierungspotenziale erreicht. Also in Summe würde ich sagen, diese Themen treiben insbesondere jetzt in der Automobilindustrie und in der Luftfahrtindustrie die Digitalisierung voran. Ja, okay, vielen Dank. Dann vielleicht gleich anschließend die Frage, Sie hatten jetzt einige Bereiche genannt, welche weiteren Bereiche der russischen Wirtschaft und auch der Gesellschaft eröffnen vielleicht Chancen für die Digitalisierung? Vielleicht das auch wieder im Zusammenhang mit Projekten und Beispielen aus Ihrem Alltag? Also ganz klar ist, dass es hier wiederum einige Herausforderungen gibt, die sehr russlandspezifisch sind. Also ein Bereich, in dem wir natürlich sehr stark auch tätig sind, ist Mobilität im Sinne von digitale Plattformen und Formen unter anderem für die Eisenbahn, für die russische Eisenbahn. Also hier ist man ja tatsächlich auch, wenn wir zumindest mal uns unsere Projekte anschauen, in der Verfügbarkeit mittlerweile Weltspitze, ja, mit den russischen Schnellzügen durch digitale Wartungstechnologien und Überwachung der Strecken haben wir hier Verfügbarkeiten, von denen man ja in Deutschland nur träumen kann. Gleichzeitig sehen wir aber weitere Bereiche, wo insbesondere in den letzten ein, zwei Jahren sehr starke Impulse zusätzlich gekommen sind, beispielsweise in der Nahrungsmittelindustrie. Ja, also hier hat man ja in Russland sehr stark investiert, um auch lokale, hochwertige Produkte zu generieren für den russischen Markt, auch für den Export wiederum. Das heißt, also das ist sicher ein Einstieg für viele deutsche Firmen, würde ich sagen, weil man hier sehr stark natürlich in der Anfangsphase auf Best Practices aus Deutschland baut. Ganz aktuell ist auch das Thema, sage ich jetzt mal, Umwelt- und Emissionsschutz. Das war früher nicht so ein großes Thema in Russland, aber da jetzt in letzter Zeit solche Themen wie Müllverarbeitung oder auch beispielsweise Überschwemmungen immer stärker hier das Land und die Infrastruktur belasten, sehen wir hier großes Potenzial. Wir haben hier zum Beispiel ein Projekt in der Region Kaliningrad zusammen mit unserem Forschungszentrum. Sollte ich vielleicht auch erwähnen, dass Siemens ja in Russland nicht nur durch Fertigung und Vertrieb vertreten ist, sondern dass wir auch ein eigenes Forschungszentrum mit 100 Mitarbeitern haben, das speziell Produkte für den russischen Markt und für den Weltmarkt entwirft. Und hier ist eben ein Projekt, das wir hier in der Region Kaliningrad, die durch Sensorik und durch IoT-Technologie die Überschwemmung und die, den Wassergehalt des Bodens überwachen, um hier eben die Landwirtschaft der Region zu unterstützen, zusammen mit der Regierung des Gebietes, um eben hier Ernteausfälle zu vermeiden und die optimale Nutzung der Böden zu garantieren. Also man sieht schon, es gibt hier sehr, sehr weite Felder. Ich möchte jetzt nicht alles separat nennen. Aber generell ist die deutsche Industrie und auch deutsche Unternehmen sind gut positioniert, um sich hier zu engagieren. Wir sehen hier immer ein großes Vertrauen von russischer Seite in der Zusammenarbeit. Ja, spannend vor allem auch der letzte Aspekt, was das Thema Emissionen und Abfallwirtschaft angeht. Da habe ich auch gleich der Hinweis, den ich am Ende auch nochmal bringe, im nächsten Webinar widmen wir uns dann der russischen Abfallwirtschaft, weil da sehen wir sehr viel Potenzial von AHK-Seite auch
für deutsche Unternehmen. Da wird sehr viel Technologie im Moment eingesetzt oder auch danach gefragt von russischer Seite. Also super spannendes Thema. Nächste Frage wäre, welche Stärken bringt denn Russland mit, um die Digitalisierung der Industrie voranzutreiben? Wie sehen Sie das? Also ich würde jetzt mal erstmal auf das Thema Personal eingehen. Das ist ja auch einer der Gründe, wieso wir hier in Russland seit langer Zeit ein eigenes Forschungszentrum haben. Also man kann in Russland wirklich auf sehr hochqualifiziertes Personal, nicht nur im Bereich IT, sondern insbesondere auch in, sage ich mal, technischen Fächern wie jetzt Mathematik, Physik, Maschinenbau zurückgreifen. Und das auch mit einer Erfahrung und Expertise in eben in der Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrttechnik, also mit einem sehr tiefen Fachwissen. Würde man sich vielleicht denken, was hat denn das mit Digitalisierung zu tun? Aber es war immer unser Ausgangspunkt, dass wenn wir über Industrie und insbesondere über Hochtechnologie sprechen, dass wir eigentlich als erstes mal Experten brauchen, die diese Technik beherrschen. Ja? Und mit denen kann man dann zusammen mit Digitalexperten, mit Weiterbildungsmaßnahmen die Digitalisierung dieser Industrien vorantreiben. Und das ist tatsächlich aus unserer Sicht ein Best Practice, dass wir eben zum Teil mit Luft- und Raumfahrttechnikern, die schon zu Sowjetzeiten entscheidende Innovationen verantwortet haben, heute die Digitalisierung der Industrie vorantreiben. Gleichzeitig haben wir ein sehr junges und aufstrebendes Personal, auch wiederum sehr gut ausgebildet und sehr flexibel, das eben neue Technologien wie IoT oder Data Analytics hier mitbringt. In dieser Kombination findet man das sehr, sehr selten eigentlich in der Welt. Und ein dritter Aspekt, der mir persönlich aufgefallen ist, insbesondere nachdem ich noch nicht so lange in Russland bin und vorher hauptsächlich in Deutschland gearbeitet habe, ist eigentlich die Dynamik und Agilität der Mitarbeiter hier in Russland. Also in Deutschland hat man manchmal den Eindruck, wenn man so eine neue Idee hat, eine Innovationsidee, dann dauert es erstmal so ein Jahr, bis diese Idee gereift ist, und dann dauert es nochmal ein Jahr, bis man zum ersten Mal auf dem Markt erscheint damit. In Russland geht es tatsächlich oft viel schneller. Also wenn man da die richtige Idee hat und die richtigen Partner beieinander hat, dann kann man da oft in sehr kurzer Zeit sehr schnell einen großen Impact erzielen auf dem Markt. Und das ist tatsächlich eine Stärke Russlands. Also wir sind hier in vielerlei Hinsicht deutlich schneller als in anderen Märkten. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Nach 10 Jahren Russland bin ich vor 4 Jahren hierher zurückgekommen nach Deutschland. Und ja, also gerade in Moskau, aber auch in anderen Regionen Russlands läuft es einfach mal 3 Gänge schneller, habe ich das Gefühl, in bestimmten Bereichen. Wir haben jetzt schon die erste Frage an Sie, Herr Breit, das würde ich auch gleich mal stellen, bevor wir zur Abschlussfrage kommen. Und zwar fragt Herr Hans-Joachim Koriak, Wie wendet der russische Maschinenbau digitale Siemens-Projekte in der Automatisierung an? Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen? Also ein typisches Beispiel ist, dass man eigentlich parallel zu der bestehenden Automatisierungslandschaft zusätzliche digitale Technologien einbringt. Beispielsweise Sensorik und IoT, um den Zustand von Antriebstechnik, von Motoren beispielsweise zu überwachen. Das ist tatsächlich jetzt ein Projekt, das wir schon mit einigen russischen Kunden sowohl jetzt im Bergbau als auch in der metallverarbeitenden Industrie als auch im Maschinenbau gemacht haben. Schlicht und einfach, um hier kritische Prozesse, die in der Regel nicht durch permanentes manuelles Monitoring optimal erfasst werden, durch zusätzliche Sensorik und durch IoT und Simulation in der Kombination einfach konstant und in Echtzeit überwacht werden.
Also das ist ein typisches Szenario, mit dem wir zurzeit auf dem Markt sind. Also generell das Thema IoT spielt aus unserer Sicht eine immer größere Rolle, insbesondere in Verknüpfung mit Simulationstechnologie und mit Sensorik an der Maschine. Und das würde ich jetzt mal sagen, es ist ein klassisches Szenario, das wir im Moment, wenn wir jetzt konkret über das Thema Digitalisierung sprechen, mit einigen russischen Kunden tun. Ja, okay. Damit ist, glaube ich, die Frage beantwortet. Jetzt kam hier noch eine weitere Frage. Ich würde das nochmal in Auszügen vorlesen. Und zwar fragt Herr Juschkewitsch zu bestimmten Aspekten, und zwar technisches Consulting, Planung und Beratung der Investitionen, erweiterte Implementierung der MES und PDM, von MES und PDM-Systemen, virtueller Fertigungsprozess und Simulation von realen Fertigungsprozessen. Dazu hatten Sie, glaube ich, schon was gesagt. Paperless Production, Automatisation der Fertigungsprozesse. Vielleicht können Sie zu den Aspekten noch ein paar Beispiele oder einfach das nochmal kommentieren. Also er meinte, da würde er gerne noch einen Comment von Ihnen hören, weil Sie das noch nicht so stark erwähnt haben. Genau, also da kann man natürlich sehr stark ins Detail gehen und da wir jetzt heute sehr wenig Zeit haben, habe ich diese Cases nicht mitgebracht. Aber zunächst mal würde ich gern vorschlagen, Sie können gern auch direkt noch auf mich zukommen. Ich würde Ihnen dann zu dem Thema mehr erzählen. Eins unserer Pilotprojekte in der Richtung ist mit Kamaz, also mit einem russischen LKW-Hersteller, wo wir genau diese Themen eigentlich der Reihe nach alle umgesetzt haben. Also das typische Vorgehen ist eigentlich bei uns üblicherweise, dass man mit dem Thema CAD und CPDM anfängt. Also der Kunde digitalisiert erstmal seine Produktentwicklung und dann davon ausgehend schrittweise führt man auch die weiteren Technologien ein. Also Simulation spielt natürlich bei der Produktentwicklung auch schon eine Rolle, aber sobald man dann die digitalen Modelle hat, die Produkte abbilden, kann man die auch im Betrieb und in der Fertigung anwenden. Genau das gleiche MES-Systeme. Beispielsweise haben wir auch bei Kamaz letztes Jahr pilotiert, zusammen mit Themen wie RFID und insgesamt mit dem Ziel natürlich paperless zu werden in der gesamten Fertigung und insgesamt die Ausfälle zu verringern. Aber sage ich mal, genau das Best Practice von unserer Seite ist immer, das schrittweise zu tun. Ja, also man insbesondere, wenn man jetzt nicht mit einem Greenfield-Projekt zu tun hat, wenn wirklich eine Fertigung von null neu aufgebaut wird, dass man halt sich als erstes mal anschaut, wo habe ich denn heute die größten Probleme und die größten Zeitverluste, größten finanziellen Verluste und dann führe ich halt nach und nach Prozesse, digitale Prozesse ein, die genau diese an diesen Stellen ansetzen, wo ich das größte Optimierungspotenzial gefunden habe. Wir haben konkret dazu auch gefragt zu Consulting. Wir sehen da im Moment eigentlich einen fließenden Übergang zwischen Beratung, Vertrieb, Consulting also aus unserer Sicht gibt es da keine so deutlichen Grenzen mehr, wie es früher war, dass man eine Digitalstrategie aufschreibt, die relativ entfernt von dem Shopfloor ist, sondern wir gehen eigentlich davon aus, dass das Hand in Hand geht, dass die Leute zusammen zum Kunden gehen und man im Prinzip dadurch eigentlich alles gleichzeitig und holistisch diskutieren kann. Super. Okay, damit würde ich jetzt mal schließen. Es sind erstmal keine weiteren Fragen jetzt an Sie gestellt worden. Vielen Dank, Herr Brey. Vielleicht kommen wir nachher auch nochmal auf Sie zurück, wenn noch Fragen hier im Chat auftauchen. Also wie gesagt, vielen Dank für die Ausführungen. Und damit begrüße ich direkt Herrn Smolensky. Alexander Smolensky, a warm welcome also to you this morning and thanks for joining us. And from you, we would like to hear the position out of the eyes of the Russian company. And as Zifra might not be as well known as SAP or Siemens, I would like to tell you a little bit more about your company. What are you doing?
Please share your screen with us. And well, the first 5 minutes, yes, is a presentation about the company. And then I also prepared some questions for you. So we could hear some more about the projects you're working in Russia. Great. Thank you, Ekaterina. Yes, let me share a little bit about Zephyr Company. It's definitely not as well-known as SAP, but at the same time, it's an upcoming company based mostly in Russia and committed to Industry 4.0 development. It focuses in industry only, and it looks at basically four sectors of industrial economics. It's oil drilling, it's discrete manufacturing, it's process manufacturing, and it's sorry, I forgot the word, and the fourth sector is mining. And Zephyr is building a huge portfolio of technologies in each of these sectors, trying to move in three stages, from connected equipment to smart equipment, and then to autonomous equipment. I don't have time to today to go into the details of all of the product portfolio. I will just mention several things. So basically, Zephyr right now has autonomous mining vehicles. It's actually completely different from what is what you used to hear from companies as Google that usually automate public transportation, because when you operate autonomous mining, it's very different because all the machines are controlled from a single center, and that helps you a lot with traffic, with avoiding collision, and so on and so on. But one of the main products which I want to focus on today is a platform for discrete manufacturing. First of all, I want to also emphasize that right now Zephyr is a Russian-based company with most of the revenue coming from Russia, with around 300 clients in Russia. But since 2018, the company saw a great potential in expanding to international markets, and by now we have a reasonable portfolio with international clients, mostly in Asia and Latin America, but in Europe as well. There are quite a few countries on the map right now, but if you would look closely, main business at this point comes from Asia and Latin America. By the way, some of the solutions that I was telling about, for example, autonomous self-driving cars, are operating in Russia and, for example, in Peru right now. And that can be told also about other solutions. But I wanted to spend 2 minutes to focus your attention on one very specific, as I was telling, solution, which is Zephyr Machine Data Collection, IIoT solution. It's a platform that allows you to gather data from modern and from legacy machines, metalworking machines, woodworking machines, and others. And it's designed to track equipment operation. It helps control the personal personal and staff performance, I'm starting to forget English words, and that's basically due to quarantine, I'm afraid. And it actually, what it does mostly, it increases overall equipment efficiency, which is probably one of the main tracking parameters for machines. And the
average time of the overall equipment efficiency? Well, for Russia, it would be by some estimates about 40%. In Germany, we have seen several studies, it's about 60%. But when we actually started doing projects in European Union, we found out that we see 60% of equipment efficiency, we found out that usually the researchers include time of lunch times in these parameters and personal time of the employee in the overall equipment efficiency. So if you would level the playing field and start calculating the load of the equipment the same way, for example, in Russia and in some of the European countries, you will find that European countries equipment efficiency would be like 5 to 10% higher, not more than that. And that's why actually we moved to European market as well and found out that yes, this technology increases equipment efficiency in European countries as well. What I also wanted to mention is Zifra Artificial Intelligence Lab that actually develops solutions that we put on top of our current platforms, and we try to expand with AI our product portfolio. What we did in this particular case with MDC platform, we developed, actually our Indian clients suggested this. They told us that their main source of expense is not a workforce. It's mostly an instrument because they usually buy it actually in Germany, and it's a huge, huge expense for them. And the problem is when you cannot track these tools correctly, they can break, they can destroy the spare parts that you are developing in the moment, and that turns to be a problem. So yes, our artificial intelligence lab actually developed a solution that puts on top of the platforms that I was just telling you about, and it now can predict the remaining time of the tool. And the quality of this prediction is around 98%, so we can just a little bit reduce the remaining time for 2% basically to ensure that we will be completely accurate in our prediction. And the second solution that is actually quite popular right now is this a little bit more about tool life solution, but there is also a predictive maintenance for a machine which is actually right now in development, and there is a great demand for this kind of solutions in industry 4.0, and they are like I would brag a little bit and say that like there are four factories right now competing for the right to test the solution because they think that it will bring a lot of savings to their industrial process. To summarize, I just want to show you. Okay, maybe we can make a cut here before we go into the cases, because you were talking about the things you do. Maybe I can ask you the first question right now, because it fits here quite good. As you're working with Russian production sites and so on, how do you see, what's the state at the moment, and where do you see the most potential for modernization or digitalization at the moment, also using the solutions you are offering them? Actually, that's a very deep question. First of all, we must split discrete manufacturing production and process manufacturing. Mm-hmm. Because process manufacturing is oil, gas, metal, chemistry, you name it. Mm-hmm. It's really quite rich. I mean, it has a lot of investment money, and it has spent a lot of money in recent years
renewing their equipment, investing in good work practices. So they are actually quite sophisticated clients, and they are interested in very sophisticated solutions that will be embedded into their current infrastructure in terms of IT, in terms of technical infrastructure. So they're ready to pay, they're open to negotiations, but they require quite sophisticated solutions that are very, and they want a developer of this solution to know exactly how their business is run and to be ready to prove that there will be a real business effect to implementing the solutions. That's the first step. But the second, which I focused more today, the second sector of industry is discrete manufacturing. Discrete manufacturing is, I would say, much poorer, if I can phrase it this way. They don't have this amount of investment money. They're usually quite smaller, and they have a lot of legacy equipment. Some of them still operate on, for example, machines that were bought and installed in 80s or 90s of 20th century. So what they're looking for is, and actually, yes, they do not have this, you know, this kind of sophistication in business practices as well. So they are looking for cheap solutions that will be maybe not catered for them so much, but where that will give them a huge boost. For example, this MDC platform I was talking about, it costs around $2,000-$2,500 euro per machine to connect. So it's not very expensive for them. And they look for 80-20 principle. So if they can pay a reasonable amount of money to boost up their equipment efficiency 20%, they do not hesitate, they go there. If you would, you know, for example, come up with a proposal to implement the MES system, which will take 2 years and cost, I don't know, 10 million euro. They will be very hesitant, and it will take a long time for them to make this decision. Okay. We already have a question here from Hans-Joachim Koryat, who's asking, which probability have your predictive remaining useful tool life in metalworking? Oh yeah, I was mentioning this. So basically, right now there are three real life implementation, because this tool was just released in January this year. So basically, it's 0.982, so it's 98%. But as I was telling, if you reduce, like, for example, you have 100 minutes, your tool is telling you it's 100 minutes. You put on the screen 98 minutes, you would just reduce for this 2% anyway. And then you are good to go. Then, I mean, there was no accident with wrong prediction. You will sacrifice this 2% of additional lifetime to be sure that you will not mess this up. Okay, thank you. I hope the question is answered in this way. Mr. Koryat, I switched on your mic. Is it understandable? Yes, I think. Thank you for your answer. Okay, thank you. Thank you. Okay, then we go into the cases. My question was, or the question we prepared, what projects is CIFRA working on at the moment, especially in Russia, in machine building, in machine building, and what goals do these projects have? Maybe
well, you can show one or two slides from your cases. Okay, yeah. I will just briefly mention Hyundai as our case in Bulgaria, because I mean, it's probably not that interesting for the audience, and I will switch to another case, which is, I would say, much bigger. So, this is a holding company that includes 24 factories that are all over Russia. And the picture is quite as I describe you. It's a lot of legacy equipment, and the factories are not even. They are building a complex machines. Well, in this case, it would be actually helicopters. And they have in some factories where they assemble the machines, where they do the most difficult parts, they would have CNC, Fanuc, Mazak, Siemens machines operating. But in other factories, they would have a lot of, you know, some of the Soviet legacy machines, some Chinese manufacturers, and so on and so on. And as they need to gather all the spare parts from all the 24 factories in one place to produce an actual unit, an actual helicopter, they actually really experience problems with supply chain, with quality. And the problem is that in the headquarters, the client just didn't know what is happening in each and every plant. They had some reports, I would say in Excel and email. Of course, they had some business process automation. They didn't have SAP, but they did have some Russian system. But it was all on the side of business processes like financial control and nothing about the, you know, technical side of things. So what we did, we start with one particular factory, which was suffering a lot. We implemented the system I was telling you about. We connected every machine on the factory to the system. And what we actually found out, first of all, we did get to the amount of, overall equipment efficiency was raised 21%, which is a good result, which was, as we expected, to just even a little bit higher. But what we understood is actually they had two shops in this factory with the same machine. It was actually a Mazak machine. Or in one of the shops, the machine was overloaded, some incredible 98% load, which is, you will never meet this in real life. And on another, in another shop, the same machine was loaded like 15-20%. And the managers of these shops in one factory, they didn't know what their neighbor is doing. They didn't have this visibility. And the factory was actually planning to buy two new machines to, because they were not able to handle the load of production. After the system was implemented and they had, they could now see the full workflow of the production, they immediately find out these two machines are standing next to each other with a very different load. After a very small and easy rebalancing of production, it turned out they do not need new equipment. This first year they saved many thousand euros on not buying new equipment. And that was additional business effect from this particular system. So we did this on one factory, and as the results were good, we started moving to others. Right now, all 24 factories are connected to the system, and the CEO of this holding has obviously a application on this on his smartphone where he can go to each factory and to each particular machine to see what is going on this exact machine in any time of day.
and night, obviously. And it was a revelation for him, actually, because, I mean, it was difficult, because at one point, CEO was really nervous when we first introduced the system to him, that, like, he found out that 30% of his machines are working on Sunday. And then the next day, it was Monday, he found out that around 25% of his machines are not working on Monday. And he was very nervous, and all the managers on the factory were pushed hard and were very nervous as well. But then, and so they were actually, yes, they were hesitant in showing the results and to be open and to be like, to be visible for the general management. But then they found out that it's like, it's a natural life. It's nothing, there is nothing wrong going on. It's just machines are going on maintenance and back. They need to reschedule their work time due to a particular order and particular development. And so actually, at the end of the day, this became one of the very successful implementation, where there is a lot of business effect, a lot of focus, and at the end of the day, general management and production management started understanding each other much better. And that's okay. The kind of systems that Russian manufacturers are looking for, I suppose. Cool. Yeah, very, very interesting project. And I think quite interesting how you connected all those factories, as this is normal in a Russian economy, that we have huge companies with many factories. That's always, a challenge. Thank you very much, Alexander. As we are running out of time, I would like to make a point here. Your contact details are in the presentation. As we said, the presentations will be given to every participant afterwards. And as there are no more questions here, I would like to continue with my colleague, Dmitry Kononenko, and make a short wrap-up with you, Dmitry. Und wir switchen dann wieder ins Deutsche. Hallo, Dmitry Kononenko, nochmal nach Moskau, unser Projektleiter für Digitalisierung der Wirtschaft. Vielleicht kannst du so einen kleinen Wrap-up machen. Wo siehst du nach diesen ganzen Ausführungen und auch in deiner Erfahrung die stärksten oder die größten Stärken der russischen IT-Industrie und auch die größten Chancen vielleicht für deutsche Unternehmen in diesem Sektor oder überhaupt an der Digitalisierung der Industrie teilzuhaben? Vielen Dank für die Frage, Katharina. Schönen guten Tag an alle hier in der Runde. Schönen guten Tag aus Moskau. Bezüglich der stärksten Seiten der russischen IT-Industrie würde ich mich vielleicht der Aussage von Herrn Dr. Breyer anschließen von heute. Russland hat auf jeden Fall herausragende Talente im Bereich IT, im Bereich Programmierung und generell in den sogenannten MINT-Fächern. Wenn Sie sich mal anschauen, was für großartige Absolventen der technischen Universitäten in Russland, der Fachhochschulen in Russland von den Hochschulen quasi produziert werden und welche Ergebnisse diese jungen Programmierer, diese jungen Mathematiker, Physiker, IT-Spezialisten gleich nach ihrem Abschluss in der Wirtschaft erreichen, dann ist das wirklich sehr beeindruckend. Diese große Stärke im Bereich Personal, im Bereich Talente, die manifestiert sich in der russischen IT-Industrie zum einen im Bereich Software. Es gibt in Russland definitiv herausragende Programmierer und es hat sich in den letzten Jahren eine ganze Industrie von Auftragsentwicklern in Russland herausgebildet, in Moskau und St. Petersburg, in anderen Städten. Es gibt mittlerweile Dutzende große Unternehmen in Russland, die sehr erfolgreich den Bereich Software-Auftragsprogrammierung, das sogenannte Offshoring oder Nearshoring, wie es ja jetzt heißt, vorantreiben. Sehr viele deutsche Unternehmen lassen sich ihre Software in Russland von solchen Unternehmen im Auftrag produzieren. Und
was ich höre von deutschen Firmen, von deutschen Kollegen, die sich ihre Software in Russland schreiben lassen und jetzt vielleicht nicht in Indien, nicht in Bangalore, sondern in Moskau oder in St. Petersburg. Dort heißt es immer wieder, für einfache Programmierjobs ist natürlich Indien nach wie vor the place to be, China teilweise, Vietnam, der ostasiatische Raum. Aber wenn es wirklich um komplizierte Algorithmen geht, um künstliche Intelligenz, um Machine Learning, Machine Vision, hier sind russische Programmierer und hier sind vor allem auch russische Softwareentwickler mit die weltweit Besten. Ein weiterer Punkt, wo Russland wirklich sehr, sehr stark ist, an sich betrachtet, ist der Bereich Internetwirtschaft. Es gibt, soweit mir bekannt ist, genau 3 Länder weltweit, die eine Art Internetsouveränität haben. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass in den wichtigsten Bereichen der Internetwirtschaft lokale Anbieter gegenüber ausländischen Großkonzernen dominieren. Diese 3 Länder sind die USA, Russland und China. Beispielsweise dominiert auf dem russischen Internetmarkt die Firma Yandex und hat größere Marktanteile als Google. Es gibt nicht viele Länder in der Welt, wo im Bereich Suchmaschinen, im Bereich Karten, im Bereich Taxi-Aggregator einheimische Firmen erfolgreicher sind als Google oder als Uber zum Beispiel. Im Bereich Social Networks in Russland dominiert der russische Anbieter Mail.ru Group mit ihrem sozialen Netzwerk Vkontakte oder VK. Dieses russische soziale Netzwerk hat einen größeren Marktanteil als Facebook und so weiter. Bisschen was dazu sagen, wo du jetzt die Chancen für deutsche Unternehmen, wir sind jetzt wirklich schon ein bisschen über der Zeit. Genau, klar, gerne. Da, weil die anderen, die Marketplace und so weiter, haben wir letztes Mal schon. Genau. Ich würde das vielleicht, die Chancen für deutsche Unternehmen vielleicht im Umkehrschluss gerade dort verorten, wo die einheimische russische IT Industrie nicht konkurrenzfähig ist. Es macht vielleicht jetzt wenig Sinn, als deutscher Anbieter einen Marketplace im russischen E-Commerce-Segment neu aufzubauen, weil es hier ganz, ganz starke russische Anbieter gibt, die den Markt beherrschen. Aber wenn es zum Beispiel um komplexe Softwareprodukte geht, um CAD-Systeme, um CRM-Systeme, um alle Softwarelösungen, die wirklich hochkomplex sind und hochproduktiv sind, die Systeme von Siemens wurden genannt, SAP hat sowas natürlich im Portfolio, haben deutsche Unternehmen definitiv Chancen auf dem russischen Markt, weil russische Anbieter in dem Bereich nicht so weit konkurrenzfähig sind wie deutsche Konzerne. Ein weiterer Punkt ist natürlich der Bereich Hardware. Wie ich gesagt hatte, im Bereich Software hat Russland definitiv sehr konkurrenzfähige Segmente vorzuweisen. Aber wenn es wirklich um Ingenieurskunst geht, wenn es wirklich um die Hardware-Seite der Industrie 4.0 geht, hier sind natürlich deutsche Unternehmen, deutsche Konzerne, den russischen Kollegen in vielen Bereichen überlegen. Und aus diesem Grund würde ich ganz allgemein sagen, vielleicht ein bisschen abstrahierend von konkreten Fällen, die deutsche Wirtschaft und deutsche Unternehmen sollten vielleicht als eine Art komplementärer Partner in die russische Digitalwirtschaft einsteigen. Überall dort, wo es keine weltweit konkurrenzfähigen, herausragenden Lösungen gibt von russischen Unternehmen. Überall dort können deutsche Unternehmen als komplementärer Partner zu ihren russischen Counterparts in den Markt einsteigen. Und ich denke, die Industrie 4.0 bietet hier ganz viele Bereiche, wo deutsche Unternehmen jetzt noch ganz gute Chancen haben. Okay. Und mit diesem Sachverhalt beschäftigt sich ja auch unsere GRID-Initiative. Vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, du als Projektleiter auch dieser GRID-Initiative, was ist GRID unter dem Dach der AHK und was macht ihr da so? Genau, GRID ist eine Abkürzung, heißt übersetzt German Russian Initiative on the Digitalization of the Economy, ist derzeit unser Hauptprojekt im Bereich Digitalwirtschaft bei der AHK und alle Redner, die heute gesprochen hatten, SAP, Siemens und Cifra, sind alle jeweils Mitglieder dieser Initiative. Worum geht es dabei? A GRID ist eine Art, ja, ich sag mal, exklusiver Club oder exklusive Plattform, die dem Informationsaustausch, die dem Erfahrungsaustausch zwischen russischen und deutschen Anbietern im Bereich Industrie 4.0 dient. Wir haben auf deutscher Seite als Mitglieder Siemens, SAP, Bosch und Volkswagen, auf russischer Seite zum Beispiel die Firma Cifra, die heute bei uns vertreten ist, aber auch weitere russische Giganten wie Rostech, Rostelekom, die Sinara Group und
Grid dient als Plattform zum einen zum Informationsaustausch, Wissensaustausch zwischen den deutschen und den russischen Mitgliedern im Bereich Industrie 4.0. Wir haben dazu Seminare, gemeinsame Konferenzauftritte bei Grid und so weiter. Grid dient aber auch dem Zweck, die Position der deutschen Grid-Mitglieder auf dem russischen Markt und der russischen Grid-Mitglieder auf dem deutschen Markt auszubauen, zu festigen. Hierzu führen wir Delegationsreisen nach Deutschland und nach Russland durch. Und vielleicht als letzte, aber auch sehr wichtige Funktion, Grid demonstriert so ein bisschen, dass derzeit trotz der geopolitischen Lage, trotz der gegenseitigen Wirtschaftssanktionen, gerade im Digitalbereich, gerade im Bereich Industrie 4.0, die deutsch-russische Kooperation weiterhin sehr gut funktioniert, sich sehr gut entwickelt und durch unsere gemeinsamen Veranstaltungen, unsere gemeinsamen Delegationsreisen mit deutschen und mit russischen Technologiekonzernen im Rahmen von Grid zeigen wir, dass sich in dem Bereich die deutschen und die russischen Firmen gegenseitig wirklich sehr, sehr gut ergänzen können. Super, das ist ein tolles Abschlusswort. Genau, und gerade in diesem Digitalbereich, ich habe es ja am Anfang auch genannt, geht sehr viel in der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland. Deswegen eben auch nochmal der Hinweis auf unsere Delegationsreise zur Industrie 4.0 im September. Genau deswegen machen wir das auch, weil halt hier wirklich großes Interesse auf beiden Seiten besteht. Seien Sie also dabei. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause, weil ja in 2 Wochen ein neuer Feiertag in Russland oder besser gesagt ein Feiertag in Russland in diesem Jahr eingeführt wurde. Und wir hören uns dann am 1.7. wieder, wenn Sie Interesse haben, dann zum Thema Abfallwirtschaft in Russland, ein spannendes Thema. Bis dahin wünsche ich allen eine schöne Zeit, eine schöne Restwoche. Bleiben Sie gesund und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Danke. Tschüss.